Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr am Start seid. Wie versprochen, ich habe mal ein bisschen gesammelt und gesammelt und gesammelt. Und zwar haben wir wieder ein bisschen Zinn, auch ein bisschen Kupfer mehr. Ansonsten von allem möglichen ein bisschen mehr Himbeeren, Blaubeeren, Pilze, alles was mir so vor die Füße kam. Außerdem habe ich das Ding noch ein paar Mal bepflanzt gehabt. Wir haben jetzt eine ganze Menge Zwiebelsamen und auch erste Zwiebeln. Die Truhen sind alle leer und wie ihr schon seht, Beschriftungen. Wir haben endlich hier überall mal ein Schild dran, damit ich nicht mehr so lange suchen muss. War auch schon längst überfällig. Wir fangen mit der Folge jetzt erstmal ein bisschen mit Fleischzubereitung an. Ich war ein bisschen doof, vor allem hatte ich den Kommentar schon, bevor ich die Folge aufgenommen habe, aber ich habe ihn leider zu spät gelesen. Und zwar brauchen wir gar nicht zwingend den Steinofen hier, sondern es hätte auch einfach die eiserne Kochstation gereicht. Ich habe es leider verratzt. Naja, was möchte man machen? Wir haben jetzt aber Ressourcen für beides, hoffe ich. Also 3 Eisen und 3 Ketten müssten wir haben. Das ist alles Zinn, 3x Eisen, her damit. Wir bauen jetzt einfach beides, würde ich sagen. Dann kommen wir da schon mal ein großes Stück voran. Ach ja, Sotlingkerne auch, haben wir wieder 9 Stück und wir haben auch ein Portal mehr, was effektiv auch nochmal 4 Kerne waren. Also da habe ich auch eine Menge gesammelt. 3x Kette. Und was brauchen wir noch? Gar nichts mehr, bloß die Schmiede in der Nähe. Okay. Die Sache hier hinten habe ich wieder repariert, war ja von den Trollen leider alles ein bisschen eingeschlagen. Ein paar von den Bienenstöckern fehlen noch, wir haben noch 6 Bienenköniginnen im Inventar. Das hole ich auch mal noch nach. Gut, es ist natürlich die Sache, wenn wir die Schmiede in der Nähe brauchen, kriege ich das nicht hier hinten hingebaut, richtig? Richtig. Ach Menno, so ein kleines Stück fehlt. Weiß aber auch nicht, wo ich sonst noch hinbauen soll. Wir müssen uns erstmal hier hinpacken. Ah, ich werfe mal alles irgendwo erstmal hin und sage, machen wir später. Und am Ende mache ich es dann gar nicht mehr. Wir packen es jetzt trotzdem erstmal hier hin. Jetzt brauchen wir da bestimmt auch noch mal ein Feuerchen drunter. Da haben wir ein Lagerfeuer. 5 Stein, 2 Holz. Sollten wir gerade so noch haben, denke ich. Entschuldigung. So, 5 Stein, 2 Holz habe ich gesagt. Zack. Und nochmal 2 Holzies. Hat ehrlich gesagt auch mal wieder Laune gemacht, einfach mal so ein paar Stunden durch die Wälder zu streifen und alles einzusammeln. Ich habe mir diesmal auch markiert, wo wir überall Himbeeren haben. Oder wo ich welche gesehen habe zumindest. Dann kann ich da öfter mal wieder hin. Ja, ein paar Sachen habe ich auch wieder rausgenommen. Dungeons, die ich mir markiert hatte, die ich dann halt abgearbeitet habe und so weiter. Aber jetzt ist auf jeden Fall erstmal alles markiert. Und ich kann da jederzeit wieder hin. Reicht da jetzt ein so ein Feuer drunter? Ich hätte gleich mal noch ein Holz mehr mitnehmen können. Obwohl, nee, das brennt erstmal. Perfekt. Gut, dann würde ich sagen, lasst es uns probieren. Wir hauen die 6 Schlangenfleisch drauf. Vergessen Sie, es wird Kohle draus und es war alles für umsonst. Das wär's doch. Habe ich die, wo habe ich das reingepackt? Hier bei Fleisch bestimmt. Da haben wir's. Und wir hatten doch noch irgendwas neu. Hier, Lochsfleisch, genau. Schon wieder fast vergessen. Mal gucken, ob das jetzt so klappt. Was haut denn jetzt zuerst drauf? Komm, wir packen das erstmal kurz weg. Ich möchte jetzt erstmal das Schlangenfleisch grillen. Habe ich doch. Muss dein Feuer unter der Kochstelle anzünden. Hä? Ist doch. Warum? Reicht das Feuer nicht? Muss ich so eine richtige Feuerstelle drunter bauen? Es sieht zumindest von der Größe passender aus. Was braucht man für die Feuerstelle? 15 Steine und den Steinmetz. Der steht gleich dort, das könnte passen. Nee, hier drüben. 15 Steine. Einmal her damit. 10 brauchen wir noch. Ist doch kein Problem. Wenn, dann machen wir es jetzt gleich mal richtig hier. Na komm, Steinmetz. Reicht der aus? So? Ja, ist okay, ne? Muss dein Feuer. Ja, ich würde es gerne anzünden. Hä, wo ist denn das Holz von dem Dings jetzt gerade hin? Ach so, das hat er gleich direkt als... ja, als Material zum Brennen genommen. So, komm, Attacke jetzt. Das dauert mir schon wieder viel zu lange. Jetzt hau hier mal ein Feuerchen an. Und jetzt hau hier mal mein Schlangenfleisch. Ah, jetzt haben wir es doch. Boah, das sind aber große Stücken, ey.
Bam. 5 Stück. Eins haben wir noch. Alter Schwede. Ja gut, dass das auf der normalen Feuerstelle nicht klappt, sehe ich ein. Steht jetzt alles nicht ganz mittig, ich weiß. Aber das lässt sich halt auch schön dann hier ins Haupthaus integrieren. Weil es halt auch so schön viereckig ist. Macht sich ein bisschen besser als mit den Runden. Wir dürfen es jetzt bloß auf gar keinen Fall vergessen. Und ich bin echt mal gespannt, was das Schlangenfleisch bringt an Lebenspunkten und Ausdauer. Ach so, Tränke habe ich auch noch ein bisschen vorbereitet. Zeige ich euch gleich noch. Einer müsste, glaube ich, noch oben im Fermentierer sein. Wie lange braucht ihr? Verrate es mir. Ich will jetzt halt auch nicht weggehen. Ich hoffe nicht, dass das jetzt irgend so ein Ding ist, was Ewigkeiten dauert. Na? Jetzt, da haben wir das erste. Bam, bam. Gekochtes Schlangenfleisch und Schlangeneintopf gibt's jetzt. Okay. Geil. Machen wir das noch drauf und dann können wir hier gleich mal noch das Lochsfleisch draufpacken. Das sind kleinere Stücken. Und damit haben wir dann alles gegrillt. Geil. So Leute, jetzt kommt der Moment der Wahrheit. 70 Gesundheit, 23 Ausdauer. Okay. 25 Minuten hält's und 3 HP pro Tick ist natürlich auch nicht schlecht. Also, wir haben einmal ein Gesundheitslebensmittel damit bekommen. Aber wir können natürlich da noch Schlangeneintopf und so draus machen. Und ich denke mal, das wird dann richtig reinhauen. Müssen wir uns definitiv für einen Bosskampf oder so aufheben. Wir gucken mal noch, was das Lochsfleisch bringt. Aber Schlangenfleisch ist natürlich etwas seltener oder schwieriger zu bekommen. Dann können wir definitiv die Folge auch noch Nadelfeile herstellen. Dass wir da mal ein bisschen paar Lochse Feuer unter dem Hinter machen können. Ich sag mal, so ein kleiner Grundvorrat an Lochsfleisch wäre schon geil. Gerade jetzt in den Ebenen hätte ich schon Bock, nochmal aufs nächste Level zu kommen. Gekochtes Lochsfleisch. Ja, aufs nächste Level zu kommen, was die Lebensmittel angeht. Dass wir da nicht mehr so übervorsichtig sein müssen. Gut, guck mal, Lochsfleisch. 50 Gesundheit, 16 Ausdauer. Boah, gar nicht mal so geil, aber 4 HP pro Tick. Ich glaube, das machen die ganzen Lebensmittel hier alle nicht mehr, ne? Die Würste. Na gut, 3 HP. Und 55, 18. 50, 16. Also prinzipiell erstmal schlechter als die Würste, aber wir können es ja noch zubereiten. Die Suppe bringt 2 HP pro Tick. Schmutzshake, 1 HP. 2 HP. Okay. Gut, dann gucken wir jetzt mal in die Rezepte rein. Irgendwas war ja neu. Da haben wir den Schlangeneintopf. 80 Gesundheit und 4 HP pro Tick. Ja, das ist natürlich schon ziemlich geil. Und hält vor allem 30 Minuten. War es nicht noch irgendwas? Versuche mich zu erinnern, ich weiß es nicht mehr. Hier die Zwiebelsuppe. Die haben wir jetzt. 60 Ausdauer, wo ich überlege gerade. Haben wir die schon mal gekocht in einer der letzten Folgen? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Sorry, falls ja, dann habe ich es vergessen. So, also Schlangeneintopf. 80 Gesundheit ist schon ziemlich, ziemlich geil. Was brauchst du? Es braucht noch einen Pilz und 2 Honig. Honig haben wir, nee, nicht ganz. Komm, wir machen gleich Schlangeneintopf draus, oder? Ich habe jetzt irgendwie Angst, dass da noch was Besseres passieren könnte. Wenn wir irgendwas anderes noch freischalten. Weil die Lochspastete haben wir hier auch noch nicht drin. Wir bauen erstmal den Ofen. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwas fertig mache. Und am Ende hätten wir noch was viel Besseres draus machen können. Bei meinem Glück könnte das durchaus passieren. Also, wir brauchen 15 Eisen, 20 Stein und 4 Sortlingkerne. 20 Stein, 4 Kerne. Dann haben wir alles. Und den Handwerkstisch in der Nähe, der steht hier drüben. Gucken, ob die Range reicht. Dann bauen wir auch das jetzt direkt hier daneben und reißen es später wieder ein. Ah, du hast keine kochbaren Gegenstände. Objekt backen. Okay, gut. Also wir haben hier keine neuen Rezepte oder sowas. Hier können wir dann Brot und sowas backen. Da brauchen wir wahrscheinlich dann Gerste und Flachs und was es alles Schönes gibt. Na gut. Dann würde ich sagen, lasst uns vielleicht doch das Schlangenfleisch mal durchbraten. Dann können wir das so erstmal direkt in die Truhe packen. Schlangeneintopf. Schlangeneintopf, was kam denn für uns noch dazu? Es stand Schlangeneintopf da und noch irgendwas, oder?
Ah, warum habe ich es mir nicht gemerkt? Naja, was soll's. Ich denke mal nicht, ich hoffe einfach mal, wir machen jetzt nichts verkehrt. Wir brutzeln das durch und selbst wenn, wird's auch nicht die letzte Seeschlange gewesen sein. So, zack, da haben wir unsere 6 Eintöpfe, gesundheitstechnisch und so, schon ziemlich geil. Ich hau's jetzt mal mit bei Suppe rein. Und wir haben das gekochte Lochsfleisch. Aber wie wir da jetzt genau die Pastete herstellen, weiß ich noch nicht genau. Ich muss noch mal googeln, Leute. Also auch das erstmal wieder weg. Dann können wir hier generell erstmal meine schlechten Lebensmittel raushauen. Wenn ich halt so lange suche nach irgendwelchen Himbeeren und so, dann gehe ich hier halt immer so richtig low in die Wälder. Sonst ist das halt echt Verschwendung. Und das noch weg. Komm, wir gucken nochmal durch. Haben wir jetzt noch irgendwas, was wir noch basteln könnten? Den Hochofen. 5 Sotlingkerne müssten wir noch haargenau haben. 10 Eisen kriegen wir bestimmt auch zusammen. Weiß gar nicht so wirklich, was der bringt. Jetzt lass nochmal gucken. 10 Eisen. Wir haben genau 10 Eisen. Haben genau 5 Sotlingkerne. Mensch, das passt ja super. Und was haben wir noch? Nein, 15 Eisen. Ich voll Idiot. Nee, warte mal. Nee, nicht voll Idiot. 20 Stein und noch ein bisschen Edelholz. So. Entschuldigung für die Verwirrung. Gib mir mal noch 5 davon und dann hättest du gern noch 20 Edelholz. Ich glaube, da könnte es langsam. Ah. Ach, Menno, ist doch nicht der Ernst. An der Sache, die wir eigentlich immer am meisten haben, hängt es jetzt leider. Wir haben auch nirgendwo noch Edelholz. Kein gutes Edelholz, na. Na gut, schade, Leute. Aber ist nicht schlimm. Dann machen wir das halt nächste Folge. Wollen wir nochmal eine Runde in die Ebenen gehen? Wir hauen uns jetzt mal noch ein paar Nadelfeile zusammen. Wir haben ja genügend Nadeln gesammelt. Ich glaube, Federn braucht's auch noch. Wahrscheinlich auch wieder normales Holz. Da haben wir hier aber fast nichts mehr. Da würde ich sagen, wir hauen uns jetzt gleich nochmal aufs Ohr. Hä? Ey, wir haben einen höheren Ausgeruht-Skill, aber durch was? Sind wir jetzt Gemütlichkeitsstufe 10? Wir sind Gemütlichkeitsstufe 10. Aber warum? Soll das jetzt an dem hier liegen? Wir haben ja nur die beiden Sachen dazu gebaut. Sonst hat sich ja nichts verändert. Der Handwerkstisch noch? Oh, der... Naja, ich möchte nicht meckern. Was? Hätte dich wie ein Zweig brechen sollen. Jetzt verwelke und sterbe. Ich möge der große Baum mich empfangen. Der Uralte. Ja, tut mir leid für dich. Seit wann quatscht denn der mit uns? Da hau ich den aber direkt wieder raus dort. Gar keinen Bock, dass der uns die ganze Zeit zunölt. Dass wir ihn besiegt haben. Hätte hier noch einen Eingang bauen sollen. Jetzt kommen wir nämlich nicht mehr ans Holz. Wie viel liegt denn hier? Hier liegt bloß Kernholz. Naja. Ja, dann würde ich sagen, wir machen jetzt noch ein paar Nadelfeile. Und dann gucken wir noch mal in die Ebenen. Können noch ein paar Lochse jagen. Habe ich gerade ein bisschen Bock drauf. Oh, jetzt komme ich hier nicht ran, oder was? Komm schon, gib mir das Holz. Das andere auch. Ja, jetzt haben wir's. Ja, geh noch ein paar Lochse jagen, hol noch ein bisschen Fleisch, dann kann ich nach der Folge noch mal ein bisschen googeln, wie es aussieht mit Lochspastete und was der Hochofen und so bringt. Da bin ich da noch mal etwas besser informiert. Und dann können wir da nächste Folge definitiv mal schauen, was wir draus machen können und basteln dann auch mal im Haus weiter. Es wird Zeit, Leute. Hab's schon wieder sehr lange vor mir hergeschoben. Ah, es hätte gar kein Holz gebraucht. Natürlich. Der erste Pfeil, der kein Holz braucht und ich renne wie so ein Dummer hinter mein Gebäude. So, dann haben wir genau 100 zusammen. Perfekto. Vor allem auch ein paar totes Kitos jetzt jagen. Weil wir brauchen dann echt viele Nadeln in Zukunft. Pfeile wollte ich schon sagen. Also Nadelpfeile natürlich. Weil die sind halt schon relativ stark. Und es wäre geil, wenn wir davon genügend haben. So, wollen wir jetzt nochmal pennen oder hauen wir uns mal nachts in die Ebenen? Ich weiß es nicht. Wir hauen uns nochmal schlafen. Kommt,
Wer weiß, was da... Achso, wir müssen auch noch Lebensmittel mitnehmen. Und wie sieht's hier aus? Ja, genau. Perfekt. Ich habe nämlich einmal den Trank... Neuer Gegenstand, köstlicher Met. Achso, ja. Den haben wir gerade gebraut. Das war die Met-Mischung lecker. Und die haben wir bisher noch nie probiert. Ich glaube nämlich auch, dass da, also übersetzungstechnisch schaut da irgendwas auf jeden Fall nicht hin. Ich zeig's euch gleich nochmal. Guten Morgen. Stand das schon mal da? Kam ja schon wieder irgendwann ein kleines Update rein? Und zwar, Met-Mischung lecker. Hier steht nämlich, Gesundheits- und Ausdauerregeneration sind verringert. Klingt jetzt nicht unbedingt nach einem Met, den ich mir unbedingt brauen würde. Und ich glaube, dass das beides hier unten erst dazu kam. Also irgendwie habe ich so einen kleinen Erinnerungsfetzen, dass ich das mal gelesen habe und mir dachte, hä, nee, was wollen denn die damit? Aber ist halt irgendwie falsch übersetzt. Die Gesundheitsregeneration wird weniger, dafür mehr Ausdauer. Und ich dachte mir gerade so in Momenten, wo man einfach mal fix abhauen will, ist das vielleicht doch gar nicht so verkehrt. Wir nehmen mal einen davon mit. Hier sehen wir nochmal, ich habe hier ein bisschen was gebraut und so. Komm, wir hauen mal einen mit. Den probieren wir mal aus. Dann brauchen wir jetzt hier nochmal eine etwas bessere Ausrüstung. Ein paar Würstels. Wir nehmen mal hier noch Rübeneintopf mit. Und die Schmutzshakes. Und dann können wir nochmal gucken mit der Zwiebelsuppe. Wo haben wir sie? Hier. 60 Ausdauer, 20 Gesundheit. Ist nämlich nochmal geiler als der Schmutzshake. Komm, wir hauen uns mal... Muss ich mal gucken. Wir haben hier oben 33 Zwiebelsamen drin. Habe ich das irgendwo mit hier reingehauen? Die gute Zwiebel. Bin mir nicht sicher, ob ich alle Zwiebeln direkt wieder verpflanzt habe, um Zwiebelsamen zu bekommen. Das könnte nämlich durchaus sein. Was sind alles Rüben? Ja, ich glaube. Gut. Nee, da müssen wir die erstmal anbauen und probieren die dann in einer der nächsten Folgen aus. Ja, ich habe nämlich, glaube ich, alle wieder in Samen verpflanzt, damit wir erstmal ordentlich Samen haben. Bringt ja sonst nicht viel. Brauchen ja erstmal einen gewissen Grundvorrat. So, da haben wir Händler, da haben wir ABC und so weiter. Das hier ganz rechts ist dazugekommen, das habe ich jetzt einfach mal Sammeln genannt. Und Steinsuche war das Portal, was uns in die Ebenen führt. Dann gehen wir jetzt gleich mal auf die Suche. Hä? Ach nein, bin ich dumm. Entschuldigung. War mal wieder bei der Drachenmudi. Ach Manu, jetzt habe ich sie alle schon beschriftet. Und es ist immer noch derselbe Kraus wie vorher. Bin aber auch schön dumm. Gebirge war doch das Dings. Ach cool, jetzt können wir hier schön lang rennen. Es ist nur leider gerade so ein bisschen nebelig, dass man es nicht perfekt erkennt. Aber wir haben es ja noch hinbekommen. Komm, ich würde gerne wenigstens noch einen Lox killen. Och nö, Nebel in den Ebenen ist ja richtig eklig. Oh Gott, wir haben irgendwas vergessen. 54 Leben hier wieder direkt den ersten Todeskido begegnen. Wäre äußerst schlecht. Ja, aber ganz so schlimm neblig ist es zum Glück nicht. So, jetzt lasst mal schauen, wenn ich hier einen Lox anschieße, werden die anderen dann auch aggro. Nadelfeile aktiv. Hat er uns schon gesehen? Boah. Zieht's euch rein. Aber es ist halt leider immer nur der erste Pfeil, weil wir da noch unentdeckt waren. Ja, aber buttert doch schon ein bisschen mehr Schaden rein. Guck mal, gerade so die Headshots. Aua. 30 Leben noch, Leute. Ja, jetzt bringt die Met-Mischung lecker auch wieder nicht so viel. Oh, jetzt kommt gleich irgendwo ein totes Kido, ne? Ne, komm, wir machen hier richtig Feigheit-Aktion. Schnell abhauen. Bitte lass den da jetzt nicht das Portal kaputt machen. Warum hat er uns denn jetzt so heftig gehittet? Wir waren auf jeden Fall noch nicht voll bei Leben. Wir müssen erstmal kurz wieder warten. Jetzt erstmal schauen, wir haben hier 3 HP, 2 HP, 1. Dann haben wir 6 HP pro Tick. Komm schon, gönn mal wieder ein bisschen Leben. Ich wollte wenigstens einen Lox noch holen, bevor wir die Folge beenden. Ja, und dann mal gucken. Entweder bauen wir direkt nächste Folge weiter oder wir machen noch ein bisschen Ebenen-Lox-Jagd. Mal schauen, wie ich Bock habe. Aber wir müssen definitiv uns dann hier mal ans Dach machen. Wir können ja mal kurz gucken in der Zeit, wo das Leben sich regeneriert.
Weil fassadentechnisch waren wir ja an sich so gut wie durch. Das konnten wir noch nicht machen wegen den Eingängen. Und hier drüben... Stimmt, hier hatte ich mit diesen Kreuzen noch überlegt. Das hat mir irgendwie nicht so geil gefallen. Naja, wir können dann auf jeden Fall erstmal die Dachgiebel bauen. Damit das Grundgerüst steht. Und dann anfangen mit dem Dach. Davor kraut's mir. Ich geb's ehrlich zu. Ich hasse Dächer in diesem Spiel. So, jetzt lass bitte nicht direkt neben uns stehen und beißen. So viel zum Thema. Achso, zwecks der Kristallaxt. Die hieß ein bisschen anders. Ich krieg den Namen gerade nicht mehr komplett in meinen Sinn. Kristallkampfaxt oder so? Ja, ist eine Zweihandwaffe. Das hatte ich überlesen, stand auch mit im Kommentar. Vielen Dank nochmal. Du wirst gejagt. Och nö. Och nö, jetzt kommen hier noch Wölfe. Ah, genau. Ach Gott. Das hatten wir lange nicht. Ein bisschen schlecht, wenn ich gerade gegen den Loks kämpfe, aber der scheint uns in Ruhe. Oh Gott, was ist denn hier los? Aua, ihr Penner. Kommt schon. Weil mitten in den Ebenen, habt ihr eine Macke? Ist euch hier nicht zu warm? Zum Glück sind die ersten... Oh Gott. Ja, hier kommt der Nächste. Die Ausdauer, Leute, die Ausdauer. Scheiße, wir hauen... Uiuiuiui. Das war aber eine knappe Kiste. Zum Glück war das Portal in der Nähe. Leute, wir können gleich mal gucken, aber... Joa, 34 Leben noch. Und ich glaube, da hat sogar jetzt in der Zwischenzeit nochmal geheilt. Da hatten wir echt Glück das letzte Mal, ne? Wir wurden ja schon mal gejagt, aber da kamen nur ein oder zwei Wölfe. Also viele auf einmal, wenn du gerade keine Ausdauer hast und bei einem Loks bist. Nicht so geil. Na gut, dann machen wir an der Stelle erstmal Folgenende. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Wir werden dann nächste Folge nochmal in die Ebenen gehen und dann anfangen mit Bauen. Irgendwie so wird's werden. Ich informiere mich nochmal zwecks Hochofen, Loks-Pastete und so weiter. Und dann sehen wir uns morgen 19 Uhr wieder. Bis dahin, macht's gut.